Sprechen wir noch mal mit der. Die ist bestimmt sauer auf uns, oder? Sie haben die Hintertür gewaltsam geöffnet. Sie wirkt traurig und resigniert. Die Talismane, die Tür, jetzt ist alles weg. Dunkle, paranormale Energien fließen in meinen Laden. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe, dort so reinzustürmen. Manchmal lassen sich extreme Maßnahmen nicht vermeiden. Dann ist es jetzt wohl geschehen, ihre Schultern sacken zusammen, wie unter einem schweren Gewicht. Es gibt wohl keinen drin. Wovon reden Sie? Es ist bloß eine Tür. Bloß eine Tür? Dieser Laden ist verflucht, Officer. Dieses Gebiet wird nicht umsonst der verfluchte Gewerbeblock genannt. Wenn Sie wüssten, wie viele Firmen in diesem Gebäude Konkurs anmelden mussten. Ich hoffe, Sie sind jetzt zufrieden. Schließlich haben Sie alles verdorben. Und Sie haben die Tür demoliert, sodass der Fluch jetzt auch auf mich einholen wird. Sie schließt die Augen und murmelt etwas in ihren Anhänger. Allmächtige Schar, betet sie. Beschütze mich und mein ehrliches Unternehmen vor dem Fluch, der hinter dieser Tür lauert. Ach, tut mir leid, von dem Fluch wusste ich nicht. Verflucht, aber ich dachte, den Fluch gäbe es nicht. Natürlich dachten sie das. Sie sind ja nur ein Polizist. Niedergeschlagen zuckt sie mit den Schultern. Na schön, wissen Sie was? Ich bin bereit, Sie Nachforschung zum verfluchten Gewerbeblock anstellen zu lassen. Jetzt, wo es kein Zurück mehr gibt, bleibt mir nichts anderes übrig. Aber bevor wir über etwas anderes reden, sagen Sie es mir. Sind Sie dem bösen Wesen begegnet? Ihre Augen verengen sich, als sie den Namen flüstert. Dem Wesen? Nein, ich glaube nicht. Natürlich das Wesen. Du schließt die Augen. Ich habe es nicht gesehen, aber nur seine Präsenz gespürt. Hä, wir haben nichts gesehen. Ja, das böse Wesen, das im Kaminhaus. Es hat die Gestalt einer Frau. Wahrscheinlich ist es eine Hexe. Seit ich sie zum ersten Mal gesehen habe, vermute ich, dass sie mehr über den Fluch weiß, als sie zugeben will. Ah, sie meinen den Kamin, der zum zentralen Heizofen gehört. Von dort habe ich Stimmen gehört. Ja. Ja, ich habe gehört, dass er riesig ist. Sie hat sich im Obergeschoss hinter einem Sicherheitsrollladen aus Metall verbarrikadiert. Wer weiß, was sie dort treibt. Wahrscheinlich übt sie irgendwelche unnatürliche Magie aus. Sie schaudert. Sie sollten das Wesen finden und fragen, was mit all den Firmen in diesem Gebäude geschehen ist. Und kommen Sie bitte wieder zu mir, wenn Sie mich mit ihm gesprochen haben. Ich muss unbedingt wissen, was das Wesen zu dem Fluch zu sagen hat. Geh zurück zum Ofen und mach Krach. Joa, why not? Na schön, aber bitte nicht so viele. Sie wirft einen Blick auf die Vorhänge. Wir wollen ja nicht die Geister beunruhigen. Wie manifestiert sich der Fluch? Der Fluch ist viel schlimmer als alles, was Sie sich vorstellen können. Er ist eine Krankheit, die das Fundament zerfrisst. Als die Frau sich in dem spärlich beleuchteten Laden umsieht, zittert sie. Es ist der Fluch der finanziellen Not. Ihre Stimme wird zu dem Flüstern. Der Fluch des Ruins und des Bankrotts. Sie wirft erneut einen Blick auf die Vorhänge. Hat sich der Vorhang nicht gerade bewegt? Okay, jetzt bin ich ein wenig verwirrt. Was genau bedeutet das? Ah, Annette hat erzählt, dass ehemalige Mieter in finanzielle Schwierigkeiten geraten sind. Ist das alles? Irgendwie hatte ich etwas Paranatürliches erwartet. Das ist nicht alles, Officer. Wir haben es hier mit etwas Supranatürlichem zu tun. Die Kakodämonen werden genährt von schlechten Geschäftspraktiken und enttäuschenden Erfolgsrechnungen. Irgendwas stimmt mit diesem Gebäude nicht. So viel steht fest. Seit ich hier bin, spüre ich eine unheimliche Präsenz, als ob ich hier nicht erwünscht wäre. Das kommt mir bekannt vor. Seltsam, ich komme mir auch unerwünscht vor. Was das wohl bedeutet? Ist das wahr? Ihre Augen verengen sich. Sie versucht, deine Energien zu analysieren. Vielleicht machen ihnen die dunklen Energien zu schaffen. Sie sollten nicht lange, zu lange hier im Laden bleiben. Es könnte gefährlich werden. Haben Sie sich schon mal um Hilfe bemüht? Ja, ich habe zahlreiche Parapsychologen kontaktiert, sogar zwei seminesische Mediatoren. Sie haben mir die Schutztalismane gegeben. Mit einem Nicken deutet sie auf ein seltsames, käfigformiges Objekt an den Vorhängen. Die Talismane helfen, den Fluch in Schach zu halten und uns gegen die Dunkelheit im Inneren des Gebäudes zu schützen, obwohl ich jetzt befürchte, dass sie nicht genügen werden. Ist der Anhänger auch einer der Talismane? Ach, der? Sie legt die Anhänger auf ihre Handfläche. Im Licht funkelt sein ockerfarbenes Herz. Nein, das ist ein besonderes chimäisches Amulett, das von den Schamanen der Wüstenprygmäen mit einem Verleitungszauber gesegnet wurde. Es soll die Leute dazu verleiten, Bücher zu kaufen. Im ganzen Laden setze ich Zauber ein. Die Bücher wurden beispielsweise mit einem anderen Anreizzauber belegt. Sie nickt. Damit werden die Verkäufe garantiert um 15% gesteigert. Schamanen der Wüstenpygmäen? Eine ziemlich fragwürdige Beschreibung für eine Bevölkerungsgruppe. Ach du meine Güte. Was ist mit den Schutztalismanen an der Hintertür? Sind die auch seminesisch? Ja, die Seminesen sind wirklich sehr schlau. Ihre Schutztalismane sind äußerst mächtig. Andere Arten von Schutztalismanen würden hier nicht helfen. Okay, ich habe noch andere Fragen.
Mehr kann ich jetzt nicht sagen. Oh Mann, ey. Das ist ja voll gruselig hier. Ich wette, da ist einfach nur eine Obdachlose, die dort im Kamin lebt. Hallo Spitzendetektiv, sie lächelt warmherzig. Sind Sie hier, um sich mehr Bücher zuzulegen? Nö, ich hab sonst nichts. Aber wir laufen auf jeden Fall zum Kamin, in Richtung des Kamins. Und dann muss ich auch schon leider Schluss machen. Ich will aber so gerne wissen, wie es weitergeht. Ach, Menno. Oder soll ich noch den Kamin noch schnell mitmachen? Ich brauche die Taschenlampe, ne? Zack. So, fühle ich mich gleich viel sicherer. Ich kann mich schon nicht mehr erinnern. Ey, das ist so krass mit dem Gedächtnis, ne? Oh, ein Gedanke. Arme Tiere, nicht mal im Tod finden ihre Körperruhe. Ach so, wegen den ausgestopften Tieren, ne? Boah, die Puppe hat mich gerade voll erschreckt. Hier waren ja diese ganzen Sachen, aber da kann ich noch nichts machen, ne? Nee. Oh, Ende. Da kann ich nicht viel machen. Gehen wir durch die Tür. Oh, die Musik hier ist immer so gruselig. Was haben wir hier? Der Kamin war das hier, ne? Ich mache mal ganz kurz Schnellspeicher. Oh! Dann schreie ich mal Hallo in den Holzofen. Es hat funktioniert. Etwas in dir bricht sich Bahn. Was bricht sich Bahn? Ein kraftvolles Brüllen hallt durch die Tiefen des Kamins. Die dünnen Stimmen verstummen plötzlich. Dann, Hallo? Hörst du eine Frauenstimme antworten. Du hast das Wesen geweckt. Hier ist die Polizei. Wer ist da? Ich rufe den Geist dieses verfluchten Gewerbeblocks. Antworte mir, Wesenheit. Hallo, sind Sie da? Sprechen Sie mit mir. Ich sage einfach das hier. Hallo, haben Sie etwas gesagt? Es entsteht eine kurze Pause. Ich kann Sie nicht verstehen. Kommen Sie bitte nach oben. Im Obergeschoss gibt es einen Sicherheitsrollladen. Ich mache ihn auf. Oben hörst du ein leises Rumpeln, das Geräusch eines Rollladens, der hochgezogen wird. Wie komme ich denn nach oben? Okay. Sicherheitsrollade wurde geöffnet. Mann, Leute, eigentlich müsste ich Schluss machen, aber ich will das Rätsel lösen, was es hier auf sich hat. Huch. War ich hier schon? Ich wusste gar nicht, dass es hier noch nach oben geht. Das habe ich ja völlig übersehen alles. What? Da ist jemand. Okay, aber bevor ich da hingehe, gucken wir hier einmal. Was ist das? Schuhe in einer Pfütze aus schmelzendem Schnee. Die Dielen knarren. Da habe ich noch was. Was ist das? Eine Postkarte, La Delta 51. Ich liebe Postkarten. Mehr gibt es hier aber nicht, ne? Okay. Was ist das? Dieser Sortierkasten ist voller Würfel. Es sind farbenfrohe Würfel mit vielen Seiten, hunderte von ihnen. Der Süßigkeitenautomat wurde zum Würfelspender umfunktioniert und enthält nun tausende von ihnen. Würfel? Hello. Würfelmacherin. Oh, die sieht ja voll nett aus. Hallo, ich heiße Neha. Eine vogelartige Frau sitzt auf einem Thron aus Werkzeugen. Smaragdgrünes Licht dröhnt durch ihr Haar. Haben Sie versucht, an mein Fenster zu klopfen? Das muss mir entgangen sein. Ich habe mir nämlich meine Milieus angehört. Sie tippt gegen ihre Kopfhörer. Also, nach was für einem Würfel suchen Sie? Könnte sie das böse Wesen sein? Vielleicht wäre es klug, diesen Mummenschanz vorerst mitzuspielen. Sie hat einen direkten Blick auf den Hinterhof. Du solltest sie zum Lynchmord befragen. Aha.
Okay, was meinen Sie mit den Milieus? Also ein Milieu ist wie eine Funkstation, die man anrufen kann. Dazu benötigt man ein Funksprechgerät. Deshalb habe ich die hier. Sie streichelt über die Kopfhörer auf dem Tisch. Zum größten Teil lernt man dort in verschiedenen Sprachen zu fluchen, aber auf einigen Stationen kann es ziemlich interessant werden. Ich war so ins Funken versunken, dass ich ihr Klopfen überhört habe. Sie müssen mich mit jemand anderem verwechselt haben. Ich habe nicht an ihr Fenster geklopft, das sage ich noch nicht. Obwohl doch, das sage ich. Wie sind Sie denn hier reingelangt? Hereingelangt durch den Südeingang? Sie blinzelt. Wissen Sie was? Es ist auch egal. Wichtig ist, dass Sie jetzt hier sind. Reden wir lieber über Würfel. Schwebt Ihnen etwas Bestimmtes vor? Warum fragen Sie mich nach Würfeln? Ich bin eine Würfelmacherin, antwortet sie. Verraten Sie mir den Namen Ihres Rollenspielsystems und ich fertige Ihnen den Würfel, den Sie benötigen. Deshalb sind Sie doch hier, oder? Während sie spricht, spielen ihre knochigen Finger an einem Ring herum. Ihre Knochen sind grazil, aber ihre Hände sind stark. Rollenspiele? Du kennst das Spiel, das Fortress Excellent produziert hat. Zählt das? Klar, ich mag Rollenspiele und benötige ein paar Würfel. Vielleicht. Ehrlich gesagt weiß ich nicht genau, warum ich überhaupt hier bin. Nein, ich war auf der Suche nach etwas anderem. Du kneifst deine Augen auf geheimnisvolle Weise zusammen. Antworten. Momentan möchte ich keine Würfel kaufen. Ich bin Polizist und muss Ihnen einige Fragen stellen. Ja, ich will ein paar Würfel. Sehr gut, sagt sie. Jedes meiner Sets kostet 10 Real, es sei denn, Sie möchten etwas wirklich Ungewöhnliches haben. Schauen Sie sich um und überlegen Sie sich, ob ich einen bestimmten Stein verarbeiten soll. An den Wänden um Sie herum prangen rein wertvoller Steine und Mineralien. Fast wirkt es, als seien die Steine und Würfel natürliche Bestandteile des Raumes und wüchsen wie Stalagmiten aus den Regalen. Diese Person will weder dir noch sonst jemandem etwas Böses. Sie wird freiwillig und ehrlich antworten. Ich wittere keinerlei Unwahrheit. Sie ist eine Würfelmacherin. Sie hat nichts zu verbergen. Stellt ihr die Fragen, die ihr stellen müsst. Wie sind Sie Würfelmacherin geworden? Wie ich es geworden bin? Das war eine unternehmerische Entscheidung. Anfangs war ich eine normale Juwelierin, aber das ist ein viel zu unspezialisiertes Geschäftsfeld, in dem zu viel Wettbewerb herrscht. Einige meiner Freunde waren Rollenspieler. Sie haben mich gebeten, ihnen aus Kobalt polyedrische Würfel anzufertigen. Das war mein erster Auftrag. Von da an ist mein Geschäft gewachsen. Spielen Sie selbst Rollenspiele? Kaum. Ich mag die Arbeit mit seltenen Materialien und ein beständiges Einkommen. Und Rollenspieler sind angenehme Kunden. Einige dieser angenehmen Leute verfügen über viel Geld, das sie für handgemachte Gegenstände ausgeben können. Sie ist dankbar für die Sicherheit, die sie ihr verschaffen. Ja, ich will einen haben. Natürlich, sagt sie mit einem Nicken, das ist ihre Aufgabe. Sagen Sie mir, was Ihnen vorschwebt. Kennen Sie das Viral-Untethered-Universum? Dafür hätte ich gern einen Würfel. Haben Sie irgendwelche verfluchten Würfel? Erzählen Sie mir von Ihrem außergewöhnlichsten Würfel. Es tut mir leid, ich weiß eigentlich gar nicht, was für einen Würfel ich haben möchte. Ich hätte gerne einfach einen normalen Würfel, einen ganz regulären. Ich hätte gern etwas, was mir bei der Arbeit hilft. Ehrlich gesagt brauche ich mehr Zeit, um darüber nachzudenken. Wir haben zu viel Auswahl. Ich weiß nicht, was Kim dazu sagen würde. Und ich habe noch keinen Ort gefunden, wofür wir den Würfel gebrauchen könnten. Deswegen, ich brauche mehr Zeit. Hetzen Sie sich nicht, schauen Sie sich um, vielleicht inspiriert Sie ja etwas. Sie deutet mit einem Nicken auf die mit wertvollen Steinen gefüllten Regale. Wissen Sie über den Mann, der hinter dem Whirling in Ranks gelinkt worden ist? Ehrlich gesagt nichts, ich kannte ihn nicht. Wen interessiert die Leiche? Vielleicht haben wir es hier mit einem bösen Wesen zu tun. Na Quatsch, ist das Ihr Ernst? Sie haben einen hervorragenden Blick auf den Hof und haben am Sonntagabend nichts gesehen oder gehört? Es tut mir leid, Detective, aber wie Sie wissen, trage ich bei der Arbeit für gewöhnlich meine Kopfhörer. Dank Ihnen bekomme ich vom Großteil der täglichen Unruhe jenseits meines Fensters nichts mit. Was meinen Sie mit täglicher Unruhe? Naja, im Hinterhof des Whirlings ist immer etwas los. Sie hält inne und versucht ein Beispiel zu finden. Tagsüber lungern meistens diese Kinder herum und in letzter Zeit habe ich dort auch viele betrunkene Arbeiter gesehen. Das muss am Streik liegen. Sie hat vom Mord gehört, ihn aber nicht gesehen, Majestät. Es kümmert sie nicht, dass sie dich enttäuscht. Informationen zu Mordermittlungen beizusteuern, würde sie aus ihrer Konzentration reißen. Sie blickt zum Fenster auf, fahles Licht fällt herein. Aber ich fürchte, in jener verhängnisvollen Sonntagsnacht habe ich niemanden gesehen. Und Sie haben während der Arbeit nie einen Blick aus dem Fenster geworfen? Vielleicht schon, gibt sie zu, aber wenn, hätte mir aus dieser Dunkelheit bloß mein eigenes Spiegelbild entgegengestarrt. Hier ist es hell, aber im Hof ist es nachts dunkel. Im Hof lässt sich kaum etwas erkennen, wenn es draußen dunkel ist. Außerdem stehe ich selten auf, um aus dem Fenster zu schauen, wenn ich in meiner Arbeit versunken bin. Ihre Konzentration ist ihr heilig, ihre Augen ruhen unentwegt auf den vor ihr liegenden Werkzeugen.
Arbeiten Sie oft sonntagnachts? Mein Beruf ist ungewöhnlich, für die Leute Würfel anfertigen. Aber mir gefällt er und ich übe ihn lieber aus, als zu Hause herumzusitzen. Verstehe, danke für Ihre Antworten. Sie nickt. Wo sind wir überhaupt? Was ist das hier? Aha. Wir befinden uns im Kamin eines alten zentralen Heizofens. Das ist seltsam, ich weiß. Sie wirft einen Blick auf die rötlichen Ziegel, aus denen die Mauern bestehen. Obwohl sie neu gestrichen wurden, ist hier und da schwarzer Ruß zu sehen. Aber als ich hier ankam, waren alle anderen Räume belegt. Also musste ich mir ein behelfsmäßiges Zuhause schaffen. Außerdem brauche ich hier keine Miete zu zahlen, was natürlich ein Vorteil ist. Plaisance hatte recht, im Kamin lebt tatsächlich ein Wesen. Du solltest sie nach dem Fluch fragen. Besetzt sie etwa widerrechtlich einen Teil des Gebäudes? Unerhört. Bei ihrer Ankunft war nirgendwo sonst Platz, sie muss die anderen Unternehmen gekannt haben. Ich habe gehört, dass ein Fluch auf diesem Ort lasten soll. Wussten Sie, dass die Leute des Gebäudes den verfluchten Gewerbeblock nennen? Ich habe die Geschichten gehört, sagt sie und nickt, während von oben durch den Ofenschacht der Wind hereinheult. Aber ich glaube nicht, dass sie wahr sind. Wie erklären Sie sich das Scheitern all dieser Firmen? So funktioniert der Kapitalismus eben, sie zuckt mit den Schultern. Wir hören nur Erfolgsgeschichten und sind dann oft überrascht, wenn uns bewusst wird, wie viele Unternehmen tatsächlich scheitern. Plaisance hat mich geschickt, sie ist davon überzeugt, dass es in diesem Gebäude von bösen Energien wimmelt. Plaisance, die Dame aus dem Buchladen? Sie hebt die Augenbrauen. Ich habe gehört, dass ihr Geschäft ziemlich gut läuft. Haben die Energien sie irgendwie verschont? Eigentlich läuft der Buchladen gar nicht so gut. Es kommen kaum Kunden und sie muss die eigene Tochter ausbeuten, um das Geschäft am Lauf zu halten. Der Fluch wartet bloß den rechten Augenblick ab, ehe er erneut zuschlägt. Früher oder später scheitern alle, sogar sie. Ich weiß nicht, warum der Buchladen noch nicht pleite ist. Ich bin hier, um der Sache auf den Grund zu gehen. Ich sag das Erste. In Ordnung, aber es läuft ja nicht nur der Buchladen gut. Was ist mit dem Whirlingen Racks? Manche Leute sagen, es gehört auch zu dem Gebäudekomplex. Moment, das Whirlingen Racks ist Teil des verfluchten Gewerbeblocks? Ja, aber es ist und bleibt ein separates Gebäude. Dorthin können die bösen Energien nicht gelangen. Nein, dem Whirling geht es wirtschaftlich ebenfalls nicht gut. Gerade erst ist die Kellnerin abgehauen und die Gäste haben Schwierigkeiten, ihre Rechnung zu bezahlen. Damit meint er nur uns, oder? Sie haben recht, das Whirling wirkt eigentlich nicht gerade verflucht. Das stimmt. Und dann gibt es noch mich. Sie seufzt und wirft einen Blick auf ihren chaotischen Arbeitstisch. Darauf liegen alle möglichen Werkzeuge verstreut, von Messern über Schnitzfallen bis hin zu Seitenschneidern. Ich bin seit 14 Jahren hier und verkaufe handgefertigte Würfel an Rollenspielenthusiasten. So. Millionen von Real werde ich damit wohl nie machen. Aber irgendwie habe ich trotz der Gerüchte über böse Energien überlebt. Seltsam, oder? Das liegt daran, dass sie mit den Dämonen unter einer Decke steckt. Vielleicht ist sie einfach so talentiert, dass sie den Fluch sich untertan zu machen vermochte. Plaisance meint, es liegt daran, dass sie die Quelle des Übels sind, ein böses Wesen. Sie sind eben kompetent und leben für ihr Handwerk. Menschen wie sie betrifft der Fluch nicht. Der Fluch wird auch sie ereilen, daran habe ich keinen Zweifel. Es ist nur so, dass irdische Zeitmaßstäbe ihn nicht interessieren. Ich gebe gerne zu, dass es rund um diesen sogenannten Fluch zahlreiche Ungereimtheiten gibt. Ich gebe das zu. Ich wollte gerade fragen, sie lehnt sich in ihren Stuhl nach vorne, um dein Gesicht zu studieren. Was denken Sie? Glauben Sie, dass es den Fluch wirklich gibt? Das Spiel ist aus, das Dämonenweib weiß, dass du seine wahre Identität enthüllt hast. Die Zeit ist gekommen, dich der Ursache des Fluchs zu stellen. Sei unbesorgt. Bei dieser paranormalen Aufgabe kannst du auf die Kräfte des Universums zählen. Ich glaube immer noch, dass sie hinter der ganzen Sache stecken könnten. Du kneifst die Augen zusammen ganz geheimnisvoll. Ich bin mehr und mehr davon überzeugt, dass es keinen Fluch gibt, sondern nur Geschäftsentscheidungen und natürliche Marktschwankungen. Ehrlich gesagt bin ich mir immer noch nicht sicher. Die Welt ist voller Rätsel. Ich nehme das Zweite. Genau, sie kneift sich in die Nasenwurzel. Die Wahrheit ist immer so enttäuschend, banal und langweilig. Aber ich bin froh, dass wir das geklärt haben. Kann ich Ihnen heute sonst noch irgendwie behilflich sein? Mehr hat sie zu diesem Thema nicht zu sagen. Soweit wir das zu beurteilen vermögen, hat sie ausführlich und wahrheitsgemäß geantwortet. Plaisance wird nicht gefallen, was du ihr zu berichten hast. Wissen Sie, was aus den Mietern geworden ist? Außer Ihnen sind alle verschwunden. Mehr oder weniger ist sie rückt das gelbe Tuch zurecht, das ihr Haar bedeckt. Interessieren Sie sich für eine bestimmte Firma? Hier gab es mal einen Friseursalon, oder? Was ist aus dem Fitnessstudio geworden? Ich frag mal von Anfang an. Ja, ich glaube, er hieß Androgyna Orlando oder so. Der Laden war nicht besonders beliebt. Wie sich herausstellte, stehen Arbeiter nicht besonders auf geschlechtsneutrale Haarschnitte. Sie fürchten sich vor diesem Wort.
Für dich wäre das auch nichts. Die anderen würden dich auslachen. Ein kleines bisschen Experimentierfreudigkeit hier und da schadet nicht. Was ist so falsch an ein bisschen Experimentierfreudigkeit? Die Kunden hätten einfach nicht so engstirnig sein dürfen. Ich würde niemals zulassen, dass irgendein Zwitter meine Haare anfasst. Nicht einmal dann, wenn mein Leben davon abhinge. Vermutlich bin ich ein einfach gestrickter Mann. Ich habe wirklich keine Meinung zu Frisuren. Ja, man kann ja ein bisschen herumexperimentieren. Vermutlich war die Zeit einfach noch nicht reif dafür. Sie schiebt sich eine Haarsträhne unter das Kopftuch. Was ist aus dem Fitnessstudio geworden? Es war nicht einfach nur ein Fitnessstudio, sondern Artemiteps Boxclub. Ein Sozialprojekt, das Risikojugendliche von Drogen und Kriminalität fernhalten sollte. Und wer war Artemitep? Ein liebenswürdiger Mann aus Ziemsk. Es heißt, er hätte in jüngeren Jahren einigen Ärger mit dem Gesetz gehabt und deshalb das Fitnessstudio eröffnet, um auf seine Weise einen Beitrag zu leisten. Vielleicht wäre das genau das, was Kuno braucht, ein Boxclub mit Kameradschaft und Zusammenhalt. Ja, finde ich auch. Kuno, sie kneift im trüben Licht die Augen zusammen. Wer ist Kuno? Er ist sozusagen der König hier in der Gegend. Er ist ein kleiner, missratener Rotschopf, der Spaß daran hat, Leichen zu schänden. Gute Frage, wer ist Kuno? Wir wissen es eigentlich nicht. Oh ja, sie meinen den Jungen, der schimpft wie ein Rohrspatz? Ja, ich habe ihn im Hinterhof herumfluchen hören. Sie blickt aus dem Fenster. Momentan ist er dort seltsam still. Ich denke, er wird mehr als ein Fitnessstudio vonnöten sein, um diesem Kind zu helfen. Hat das Sozialprojekt funktioniert? Den Kindern nach und nach zu urteilen, die ich bis jetzt kennengelernt habe, scheint es nicht so recht funktioniert zu haben, oder? Ich frage sie, ob es funktioniert hat. Nein, wahrscheinlich hat es die Situation der Jugendlichen in Martinez sogar noch schlimmer gemacht. Irgendwann setzt jemand das Gerücht in die Welt, dass der Boxsack unten mit Amphetaminen gefüllt sei. Schließlich entzog die Koalition ihm die Geldmittel und der Club ging pleite. Das ist jetzt ein paar Jahre her. Seither ist es um den Platz herum deutlich friedlicher geworden. Was ist mit den kaputten Fenstern? Oh, das ist eine chaotische Geschichte, sie seufzt. Es gab hier eine Firma, die versprach, Fenster rund um die Uhr zu reparieren. Was kann da schon schiefgehen, nicht wahr? Tatsächlich hatte eine Bande, die Snuff-Milios produzierte, das Unternehmen als Deckmantel für ihre Aktivitäten gegründet. Wer hätte das gedacht? Ihren Sperrmüll haben diese Typen auch nicht entsorgt. Jetzt liegt der Krempel im Gang herum und ich habe keine Ahnung, wie ich ihn ohne Hilfe loswerden soll. Eine wirklich coole Sache mit dem Sperrmüll, aber was ist ein Snuff-Milieu? Es ist echt schade wegen der Fenster. Nach diesem Milieu werde ich sie gar nicht erst fragen. Ich frag mal. Das ist eine geheime Funkstation, die echte Morde mit echten Opfern sendet. Manche Leute zahlen viel Geld, um sich daran aufzugeilen. Sie sagt das in unveränderten Tonfall, als verkünde sie der Welt eine völlig normale Information. Moment, es gibt Leute, die sowas machen? Das ist ja schrecklich. Sind sie verhaftet worden? Ich will über diese kranke Piep nichts hören. Ich glaube, die IKP hat sie geschnappt. Die haben eine spezielle Abteilung, die sich nur mit geheimen Funkstationen beschäftigt. Jedenfalls glaube ich nicht, dass es ihre Aufgabe ist, sich darüber den Kopf zu zerbrechen, was im Milieu passiert. Ich hätte es vermutlich gar nicht erwähnen sollen. An solche Dinge sollte man besser keinen Gedanken verschwenden. Hat hier früher jemand Tiere ausgestopft? Meinen Sie Herrn Fabron, den Tierpräparator? Nein, der hat sich vor allem Drogen reingezogen. Ist noch etwas? Ich bin auf gruselige Schaufensterpuppen gestoßen. Es gab hier mal ein Modeatelier, aber der Name der Chefdesignerin ist mir entfallen. Ein paar Jahre lang lief das Geschäft gut, bis die Insektenrechtler auf den Plan traten. Insektenrechtler? Das Atelier produzierte eine bestimmte Kollektion, bei der auch Chitin als Material verwendet wurde. Anscheinend wird Chitin im Okzident hergestellt. Dort extrahieren sie das aus Käferflügeln. Und Sie wissen ja, dass im Okzident alle möglichen politischen Bewegungen großen Einfluss haben. Die Insektenrechtler legten die Produktion der größten Chitinlieferanten lahm, was natürlich den Preis explodieren ließ. Und selbstverständlich wollte von da an keiner von den angesandten Trendsettern mehr in Chitin herumlaufen. Das Atelier ging pleite, bevor es die Arbeiten an der Kollektion abschließen konnte. Ich bin froh, dass sich jemand für die kleinen Kerlchen eingesetzt hat. Ich mag Insekten. Vollkommen zu Recht, es ist eine furchtbare Idee, Kleidung aus Käferflügeln hält. Mir tun die Insekten leid. Wirklich? Sie blickt zur Fensterbank, auf der eine tote Fliege mit zusammengerollten Beinchen auf dem Rücken liegt. Wie auch immer. Armes Kerlchen, plötzlich beschleicht dich das Gefühl, dass Insekten für den Fall irgendwie wichtig sind. Schwer zu sagen, warum. Oh Mann, ey, das hört ja gar nicht mehr auf. Was hat es mit den Rotorblättern und Skiern auf sich?
Sie wurden von einer Firma namens Slipstream hergestellt. Nachdem sie ihre Produktion von Rotorblättern auf Skier umgestellt hatte, verschwand ihre Geschäftsführung in den Urlaub mit dem gesamten Unternehmenskapital. Sie stützt das Kinn auf ihrer Hand ab und lächelt schelmisch. Ganz ehrlich, ich finde es eigentlich ziemlich komisch. Ich glaube, er sendet immer noch Botschaften aus dem Urlaub in Tolola oder Tiomotiri oder Kashtkor oder irgend so einem Kaff. Um was geht es bei den Botschaften? Um das Übliche, schätze ich. Dass er alle möglichen neuen Geschäftskonzepte ausgearbeitet hat und es gar nicht erwarten kann, nach seiner Rückkehr endlich mit der Umsetzung anzufangen. Sie lacht und dreht sich auf ihrem Stuhl hin und her. Das ist so lustig. Wartet mal kurz. So. Aber Slipstream ist mittlerweile Geschichte. Die restlichen Vermögenswerte der Firma haben sich 47 die Gerichtsvollzieher unter den Nagel gerissen. Ich habe keine Ahnung, warum immer noch Skier und Rotorblätter im Haus rumliegen. Boah, ich habe ein seltsames Gerät entdeckt. Fortress Accident, das Funkspielradio. Sie schließt die Augen und ein Fetzen einer Erinnerung erhellt ihr Gesicht. Sie mochten die Leute. Das war ein interessanter Haufen. Von Zeit zu Zeit redeten wir über Rollenspielsysteme. Einmal sah ich sogar, wie sich zwei von ihnen wegen Viral einen Faustkampf lieferten. Die Leute nahmen ihre Arbeit auf jeden Fall sehr ernst, auch wenn sie bei ihrer Zeitplanung anscheinend chronisch liberal waren. Was meinen Sie mit liberal? Was ist da passiert? Das Übliche. Ihnen ging das Geld aus und sie bekamen das Projekt nicht rechtzeitig fertig. Was ist denn schiefgegangen? Nun ja, manchmal höre ich, wie sie sich unterhielten. Sie blickt zum Gang, als könne sie hinter ihren Rouladen noch immer ihr Geplauder während einer Raucherpause hören. Sie hielten sich anscheinend für geschichtlich bedeutende Personen, die vor einer großen Aufgabe standen. Sie klingt beinahe höhnisch, als sie das sagt. Meinen ersten Eindruck nach war es tatsächlich ein ziemlich beeindruckendes Projekt. Ja, aber als ihnen langsam das Geld ausging, beschwerten sie sich plötzlich ständig über den Kapitalismus. Sie wissen schon, dass die Märkte manipuliert werden, um neuen Unternehmen keine Chance zu geben und so weiter. Am Ende haben sie es einfach nicht geschafft. Sie hatten nicht genug Willenskraft, um etwas wirklich Historisches hervorzubringen oder um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Sie hat recht, es ist wichtig, pünktlich zur Arbeit zu erscheinen. Naja, es ist ja auch unglaublich schwierig, pünktlich zu erscheinen. Es ist wirklich schade, ich hätte sie unterstützt. Das Projekt sah großartig aus. Sie haben recht, sie hätten sich einfach mehr anstrengen müssen. Sie hatten alles, was es gebraucht hätte, um ihr Ziel zu erreichen. Das wäre keine besonders kluge Entscheidung gewesen. Sie hätten ihre gesamten Ersparnisse verloren. Sie wirft zwei Würfel auf den Tisch. Einer von ihnen kommt nahe der Kante des metallenen Tisches zum Liegen. Das Ergebnis ist eine 1 auf einem 20-seitigen Würfel. Der Würfel ist schwarz und mit kleinen silbernen Flocken gefüllt, die an Schnee erinnern. Ist noch etwas? Im Keller steht ein furchterregender, ausgestopfter Bär. Oh Mann, die sagenumwobene Firma Riverschall Ice City, das ist eine ganz besondere Story. Sie lächelt und beugt sich vor, die Hände auf die Knie gestützt wie eine Stand-up-Komikerin, die zum Erzählen einer Geschichte ansetzt. Der Laden gehörte zwei Typen, die ein paar ziemlich innovative Marketingideen hatten. Der Bär war einer davon und jetzt fragen sie mich nach ihren anderen Ideen. Ja, was waren die anderen Ideen? Eigentlich war es nur eine Idee. Sie wollten die hübschesten Mädchen der Nachbarschaft anheuern und ihnen 20 Cent pro Stunde dafür zahlen, dass sie sich hinter dem Stand stellen. Und mit hinter den Stand stellen meine ich zusammengesunken, hinter dem Stand stehen und dabei einen Blick aufsetzen, der jeden potenziellen Kunden vertreibt, der beim gelangweilten Blättern in einem Magazin stören könnte. Sie lehnt sich missbilligend zurück. Klingt, als ob sie nichts für diese Mädchen übrig hatte. Bei Fritte läuft es auch so. Ich kenne ein Mädchen, auf das die Beschreibung perfekt zutrifft. Es arbeitet bei Fritte als Kassiererin und ist nicht besonders freundlich. Ja, die Beschäftigung launischer Teenager ist eine weit verbreitete Praxis. Leider sind sie immer in Rudeln unterwegs. Ich denke da an von Akne gezeichnete Freundin und an Gorillas erinnernde Freunde, die in der Nähe des Ladens herumlungern. Jedenfalls war es bei Riverschall Ice City so. Und dabei hatten sie doch schon den Bären. Sie schließt die Augen, als erinnere sie sich an etwas Schmerzvolles. Was war mit dem Bären? Den Bären, wiederholt sie und presst ihre Daumen gegen die Schläfen, als wollte sie Kopfschmerzen unterdrücken. Die Nummer war kein Erfolg? Natürlich nicht, der Bär war furchterregend. Niemand kauft Eis, das von einem feindseligen Spitzenpredator bewacht wird. Noch dazu funktionierte der Kühlschrank auch nicht besonders gut. Die Hälfte des Eises war beim Herausnehmen verformt oder teilweise geschmolzen. Schließlich verlor Riverschall Ice City einen Preiskampf gegen den Konkurrenten Glacier 5000. Glacier 5000 verkaufte Karamelleisbecher für nur 5 Cent pro Stück aus normalen Kühlschränken. Du nix feierlich, der Markt leistet ganze Arbeit. Ich bin mir sicher, der Bär hat sein Bestes gegeben. Der Bär ist unheimlich, immer wenn ich ihn sehe, fürchte ich, er könnte jeden Moment zum Leben erwachen. Ich habe den Bären getötet.
Du hast ihn vom Strom getrennt. Sie haben was? Sie rollt auf ihrem Drehstuhl etwas näher an dich heran, unsicher, ob sie richtig gehört hat. Ich musste den Bären töten, um selbst zum Bären zu werden. Ich habe ihn ermordet. Mit bloßen Händen habe ich ihm die ewigen Jagdgründe geschickt. Jetzt ist er meine Trophäe. Ich habe den Kühlschrank vom Strom getrennt. Ja. Oh, natürlich haben sie ihn nicht vom Strom getrennt. Selbst im Tode kostet der Bär sie Geld. Der Präparator, der ihn ausgestopft hat, bezeichnete ihn als sein Visionstier. Er sagte, er sei seinem Visionstier im Trocknungsmittelrausch begegnet. Er nannte es Megatherion. Klingt cool. Unheimlich, aber cool. Warum nimmt hier eigentlich jeder Drogen, sogar der Präparator? Ja, gute Frage. Megatherion? Megatherion, wiederholt die Würfelmacherin und nickt. Ein mega wildes Tier. Was ist ein mega wildes Tier? Das ist ein Fantasietier, das einen Menschen durchs Leben führt. Vor allem, indem es ihn dazu ermuntert, mehr Drogen zu konsumieren. Ich nehme keine Drogen. Sehr gut, Sie sollten auch keine nehmen, sagt die Würfelmacherin und nickt. Schließlich sind Sie Polizist. Jedenfalls kennen Sie jetzt die Geschichte des untergegangenen Eisimperiums. Fast scheint es Sie zu betrüben, dass die Erzählung zu Ende ist. Etwas Staub wirbelt durch die nachmittaglichen Sonnenstrahlen. Ihre Augen folgen ihm träge. Kleine glühende Lichtfunken unter dem Fenster. So, sonst noch was? Uiuiuiui. Ich habe die Sprechanlage des Gebäudes gefunden, aber sie funktioniert nicht. Oh, stimmt, sie kratzt sich an der Stirn. Dort, wo ihr Kopftuch saß, zeichnet sich eine schwache Linie auf ihrer dunklen Haut ab. Ich hoffe, Sie haben nicht versucht, bei mir zu klingeln. Ich glaube, keiner dieser Klingeln, einschließlich meiner, funktioniert. Ich habe sie noch nicht verdrahtet. Bitte entschuldigen Sie die Verwirrung. Dann muss die Klingel mit dem unbeschrifteten Namensschild Ihre sein. Ich frag mal. Genau, ich habe noch nicht einmal meinen Namen draufgeschrieben, wie schon gesagt. Ist sie momentan ziemlich nutzlos, sie funktioniert noch nicht. Ich habe mich gefragt, ob das Whirling and Wax zum selben Gebäudekomplex gehört. Das könnte man so sagen. Beide Häuser wurden zur selben Zeit gebaut und gehörten zum Projekt East Delta Gewerbezentrum. Deshalb ist es möglich, über die Sprechanlage eine Verbindung mit dem Whirling herzustellen, auch wenn ich bezweifle, dass jemand antwortet. Wenn das Whirling Teil desselben Gebäudes ist, gehört es zum verfluchten Gewerbeblock. Die Dunkelheit dieses Ortes ist auch dort präsent. Auf einem der Klingelschilder habe ich den Namen East Delta Flipperhalle gesehen. Ja, das war eine Spielhalle. Sie ist schon vor Ewigkeiten gescheitert, vor meiner Zeit, was mich allerdings nicht wundert. Mein Ratschlag, sie hebt ihren Finger, machen Sie keinen kurzlebigen Trend zur Grundlage Ihres Unternehmens. Weder Hypnotismus noch Floreografie oder Trick-Track und schon gar nicht das Flippern. Als ich versucht habe, bei einer Firma namens Slipstream SCA zu klingeln, ist etwas Seltsames passiert. Es hat sich jemand gemeldet. Sie scheint dir keinen rechten Glauben zu schenken. Das kann nicht sein. Die Firma ist hier gar nicht mehr tätig. Die gibt es schon seit Jahren nicht mehr. Sind Sie sicher, dass es Slipstream SCA war? War es eine Frau? Vielleicht war es Plaisance aus dem Buchladen. Es war nicht Plaisance. Ich kenne sie und hätte ihre Stimme erkannt. Sie hat gesagt, sie sei von Tricentennial Electrics. Tricentennial Electrics? Es dauert einen Augenblick, ehe sie den Namen zuordnen kann. Vor 100 Jahren war das ein großer Stromversorger. Sind Sie sicher, dass Ihnen nicht einfach ein paar Kinder einen Streich gespielt haben? Nein, es war etwas anderes. Es war unheimlich. Es war zu echt, um bloß ein Scherz zu sein. Entweder haben wir es mit einer professionellen Schauspielerin zu tun, oder? Es hat sich jemand nun Spaß erlaubt. Nein, es war etwas anderes, etwas Unheimliches. Es könnte eine Art seltene elektrische Anomalie gewesen sein. Ha! Huh. Ihr dürfte es ein Streich gewesen sein, oder? Die Kinder von heute, sie schüttelt den Kopf. Wir waren doch auch mal jung. Und jetzt terrorisieren sie uns. Solidarität ist für sie ein Fremdwort. Interessant. Das war's, ne, oder? Weitere Fragen zur Sprechanlage? Nee, wir haben hier soweit alles gestellt. Okay. Oh Mann. Warum ist sie mit ihrer Geschäftsidee nicht gescheitert? Versuch's. Du spürst nichts, wenn überhaupt, dann ist es unangenehm warm hier drin. Du beginnst dich auszuziehen, du musst auf Tuchfühlung gehen, du belässt es dabei. Ich belasse es lieber dabei. Geistesabwesend hat sie begonnen, eines ihrer Schnitzmesser mit einem schmutzigen Taschentuch zu säubern. Die scharfe Schneide des Werkzeugs glänzt im Licht ihrer Tischlampe. Okay, Ende. Okay, Leute.
Ich habe schon wieder viel zu lange aufgenommen. Ich muss auf jeden Fall jetzt Schluss machen. Ja, es ist spannend. Also das war wirklich sehr interessant. Wir haben jetzt hier noch mehr das Fragezeichen. Ich muss das unbedingt ausprobieren, wieder mit der Sprechanlage, ob wir wieder die eine Frau ans Telefon kriegen. Und wir müssen mit Plaisance sprechen. Jedenfalls haben wir wenigstens etwas zu tun. Es ist fast 2 Uhr mittags hier. Das heißt, ein paar Stunden noch bis zum Abend, bis dann Kim endlich wieder da ist. Ich vermisse ihn. Ja, wenn ihr noch Ideen habt, was man noch so machen könnte, während Kim nicht da ist, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Ja, und ansonsten würde ich wie immer sagen, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.